Ein wunderschönes Willkommen zurück zu Night of the Dead. Beim letzten Mal haben wir uns das hier das erste Mal so ein bisschen angeschaut, sind hierher gekommen, haben uns hier eine Plattform errichtet und haben uns hier hinten diese kleine Werkbank hier gebaut. Jetzt sollen wir als nächstes eine Tierfalle erstellen. Ich würde aber ganz gerne erst mal gucken, hier Pfeile. 5 Stück sind das immer. Also müsste ich jetzt 10 Stück machen, war ja. 15, mehr kann er nicht über ein. Ne, Tatsache, 15 Stück kann man übereinander lagern. So, eine Tierfalle. B, da. Animal. Kleine Tierfalle. Jo, komm her. Dann schmeißen wir uns hier unten irgendwo in eine kleine Tierfalle hin. Ich würde sagen, fast hier, guck mal, können wir das denn irgendwie hier so hinten so, der Mauer entlang so ein bisschen. So, machen wir gleich noch eine zweite. Ja, aber, so, guck, haben wir gleich mal 2 Stück. So, ein Forschungstisch sollen wir als nächstes machen. Können wir den schon herstellen? B, da, Utility, Forschungstisch. Nein, was fehlt denn? Seile fehlen, Holzbretter und Holz. Wo kann ich das denn erstellen? Materialverarbeitungstisch. Arbeitstisch zum Verarbeiten von Naturmaterialien. Dann brauche ich bestimmt so einen. Und eine Werkbank gibt es ja auch noch. Okay, dann lass da mal hingehen. Ich würde sagen, vielleicht machen wir aber noch eben hier. Der Baum steht hier recht dicht, ne? Guck mal, hier, den hauen wir schon mal weg. 15 Stunden, 15 Uhr oder was soll das bedeuten? Oder bedeutet das einfach, dass seitdem wir hier sind 15 Stunden vergangen sind? Kann es sein, dass wir gerade den Baum hochgehen? Ich wollte gerade sagen. So, zack. Guck mal, man kann es auch upgraden. Was braucht man da denn für Zement, Ziegeln? Okay. Was? Nochmal. Nimmt kein Feuerschaden. Okay. Record, Upgrade. Craft. So. Utilities. Quatsch. Was kann man hier eigentlich noch so machen? Feuer, Leuchte, Deckenleuchte, Wandleuchte, Stuhl, Essenstisch, Eisentisch. Flagge, was bringt die Flagge denn? Flagge zur Positionsmarkierung. Natürlich auch nicht schlecht, ne? Können wir einen Jammer machen. So, Utility, Forschungstisch, können wir nicht. Da, Materialverarbeitungstisch, so einen brauchen wir bestimmt noch erstmal, oder? Junge, du, der ist aber groß. Ich glaube, wir müssen hier nochmal anbauen, wa? Wird ja arg groß hier. Bau den da mal hin. Aber ich glaube, wir bauen hier erstmal noch an. Können wir noch irgendwie hier Fundamente machen? Nein, was fehlt? Ranken. Kriege ich einen Fallschirm, wenn ich hier runterspringe? Nee, gut. Dann holen wir uns mal noch schnell hier ein bisschen so Ranken und so ein Krimskrams. Damit wir da das noch ein bisschen vergrößern können. Das ist ja arg klein sonst. So, B, Baum, Flur, Fundament. 2 Stück kann ich machen, das ist gut. So, die drehen wir aber eben mal. Mache ich das so oder baue ich hier lieber noch ein bisschen weiter hin?
Es ist hier ein bisschen blöd, ne? Also ich bin da eigentlich zu dicht dran gegangen. Aber auf der anderen Seite, so kann ich hinten immer nicht runterfallen. Ne, komm, wir machen hier noch einen hin. So, jetzt mal. So, und was sollen wir jetzt als nächstes? B-Utility. Ach, den Forschungstisch, ne? Genau, dafür brauchen wir Nägel, Seile. Also brauchen wir auf jeden Fall so oder so noch ein bisschen Holz. Und dann lass uns hier mal schnell ein bisschen Holz hacken gehen. Zack, sehr schön. So, dann können wir nämlich. Da muss ich wahrscheinlich mal. Ach, den kann man auch upgraden. Cool, guck mal. So, TF, Craft. Holzbretter, die brauchten wir auf jeden Fall. Ich weiß gar nicht, wie viele. Zwei Stück. Mal gucken. Ich glaube, wir bekommen Besuch. Kann das sein? Sehr schön, der ist tot. Take all. Ah, okay, die Pfeile kriegt man zumindest immerhin zum Teil wieder. Das ist schon mal gut. Forschungstisch. So, B. Ihn hier. Utility. Forschungstisch. Okay, dann brauche ich noch zweimal Holz und so Seile. Kann ich hier auch irgendwie Seile herstellen? Ne, aber zweimal so ein Holz kann ich auf jeden Fall. Wo kriege ich Seile? Kann ich hier Seile machen? Fackel, Molotow, Gewehrpatronen, Munition. Nö, kann ich hier so irgendwie Seile so herstellen? Auch nicht. Warum muss ich den dafür irgendwie upgraden? Bogen. Seil. Doch, kann ich. Nee. Auseinandernehmen ist das. Okay. Brauche ich dafür so eine Werkbank? Kann das sein? Dass ich hier so eine Werkbank brauche noch. Verschiedenster Materialien. Komm mal her, die würde ich sagen. Wie setzen wir die denn am besten? Ich würde sagen, die setzen wir erstmal hier hin. So. Mal gucken, ob wir da. Da können wir Seile machen. Tatsache. Guck mal, dafür brauchen wir Stoff und Ranke. Stoff können wir aus Stofffetzen herstellen. Gut. Seil craften. So, reicht das jetzt? Wahrscheinlich nicht mehr, weil wir das jetzt gerade wieder ausgegeben haben für einen anderen Tisch, ne? Aber das reicht. Gut, wir brauchen also nur Holz. Okay. Komm her, dann holen wir uns nochmal schnell ein bisschen Holz. So, komm her. Schnell nochmal ein bisschen Holz farmen. Dann holen wir hier diese kleinen komischen Pflänzchen hier unten auch noch, damit wir noch ein bisschen Ranken und sowas kriegen. Ah, da hinten ist auch schon wieder ein Zombie. Da müssen wir uns ja auch so langsam irgendwie so ein bisschen auf die Nacht vorbereiten, ne? Sehr gut. Hier ist auch noch einmal so ein komisches Pflänzchen hier. Zack, komm her. Sehr schön. So, das muss jetzt aber reichen, oder? Da müssen wir uns jetzt mal so einen neuen Balken hier stellen. Reicht das jetzt schon? B. Equipment, nee, Utility. Forschungstisch. Ja, guck an. Build. Kriegen wir den dazwischen? Nee, wa? Ja, doch, könnte klappen. So würde ich den ja genau zwischen bekommen.
Sehr schön. So, dann haben wir den auch. Pfeilmaschine plus 1. B. Pendel. Was ist das denn? B. Fallen. Mele. Ah, oh, guck mal, was es hier schön. Es gibt ein Pendel. Fallenmaschine, Holzbretter, Holz, Eisenbahn, haben wir Seile und Nägel. Okay, dann müssen wir nochmal schnell ein bisschen hier farmen gehen, würde ich sagen. Damit wir nochmal ein bisschen Stuff holen. Damit wir da so ein Pendel aufbauen können, wa? Hey. Danke, sehr schön. Was kommen wir ja? Hau hier nochmal ein paar Bäume weg. Baumstamm plus 2, Ast plus 2. Sehe nichts. So. Ja, ich bin gespannt, wie das so ist in der ersten Nacht mit der Horde und all sowas. Ich meine, ich kenne jetzt nur so richtig diese Hordennächte aus 7 Days to Die, ne? Und da weiß man ja allmählich aus der Erfahrung heraus, so wie man sich da erstmal gegen schützen kann, was man wie machen muss und sowas. Keine Ahnung, wie das hier noch alles ist, ne? Mal gucken. Auf jeden Fall noch mit. Orange, oder? Was ist das für eine Orange, so die an so einem Busch wächst? Na egal. Samen, nochmal ein Apfel, sehr schön. So, ich hoffe, das müsste gleich erstmal reichen. Irgendwie so ein Verdacht, so wir müssen hätten irgendwie noch hier ein bisschen größer bauen müssen. Ja gut, schauen wir mal. So, Pendel B. Wo war es jetzt? Da, Mehle. Pendel. So, was brauchen wir? 4 Holz, 4 Balken, 10 Seile. Craft. 4 Holz. Zack, die können wir schon mal machen. 4 Balken brauchen wir, die können wir auch machen. Das ist gut. Dann brauchen wir irgendwie Band hier oder so. Ah, falsche Werkbank, die war das, ne? Stoff brauchen wir da auf jeden Fall für. So viel steht auch schon mal fest. Seile. 7 kann ich craften. Wie viel brauchte ich? Und Nägel brauche ich auch noch. Kann ich hier noch Nägel machen? Hier, wo waren Nägel noch? Hier glaube ich, ne? Nägel. Okay, die kann ich herstellen. Da kann ich schon mal ein paar von machen. Okay, also brauchen wir Stoff. Wo bekommen wir denn den Stoff hier? Stofffetzen. Ist das da für ein großer? Ich würde sagen, komm mal hier, wir zerlegen hier hinten noch mal ein paar Sachen. Autos und sowas. Vielleicht kriegen wir da noch ein paar Sachen raus, war. Gucken mal, kriegen wir da denn so ein Stück Eisen 2. Was kriegen wir hier aus so einem Auto? Kriegen wir da irgendwie Stoff raus? Stück Gummi, Öl, Stück Eisen, Stofffetzen. Ja, okay, also sind es die Autos. Komm her, nehmen wir hier noch schnell die Autos hier auseinander. Kann man eigentlich diesen blöden Rahmen da auch abfeuern? Ja, kann man. So, und hier zack, auseinandernehmen. Sehr cool. Geflügel, Rahmenknochen, okay. So, was kommt der jetzt noch auseinandernehmen? Oh, da war eine Eule.
Ey, mal schneller irgendwie hier so gezielt. Ich weiß nicht, wofür man das nachher alles braucht. Die ganzen Knochen und all sowas. Kann bestimmt irgendwie auch noch Sachen raus herstellen. So, hier ist nochmal ein Auto. Hier nochmal ein Steinchen, nehmen wir auch gleich mit. So, komm her. Zack, danke. Stofffetzen, okay. Ich denke mal, es müsste jetzt auch schon fast reichen an Stofffetzen. Ich werde jetzt diese Sachen hier noch mitnehmen und dann gehen wir da auch erstmal wieder runter. Wir müssen für sie noch das Pendel bauen. Dann werden wir wahrscheinlich auch irgendwie nochmal ordentlich Munition und sowas herstellen müssen, oder? Mal, es sind noch 6 Stunden. Die Zeit scheint hier nicht ganz so schnell zu vergehen. Also da haben wir noch ein bisschen Zeit. 19 Pfeile haben wir aktuell. Beim Forschungstisch haben wir auch noch überhaupt was reingeguckt, ne? Was wir da noch so schön machen können. Komm mal her, hau das mal alles auseinander. Es gibt nicht nur ein paar Ranken. Nicht, dass wir gleich wieder das Problem haben, dass wir genug hier Dings haben. Genug Stoff, aber keine Ranken. Wie kann man eigentlich unten diese Stärke da irgendwie wieder aufladen? Bringt das was, wenn wir hier irgendwie so einen Energieriegel essen? Oh ja, Tatsache, siehst du. Dann haben wir es wieder voll. Okay. So, guck an. Die hier noch. Ich glaube, es wird auch langsam dunkler, wa? Na? Okay, wir melden uns gleich zurück. Ein wunderschönes Willkommen zurück. Ja, leider gab es hier gerade tatsächlich einen kleinen Crash. Keine Ahnung. So, den haben wir auch erledigt. Sehr schön. So, take all erstmal hier. Gib mal alle meine Pfeile hier. So, dann können wir hier nochmal ein bisschen schön Fleisch und sowas mit rausnehmen. Zack. Siehst du, Hirschknochen, großes Fleisch, Rehpelz, Tierdarm, Tierfett. So, wollen wir mal gucken, wie sich das jetzt handhabt. Ich hoffe ja, dass wir jetzt hier durchkommen, ohne hier die großen Abstürze zu erleiden. Mal schauen. So, hier sind glaube ich noch. Ja, ach, hier ist ja noch der. Ach, guck mal hier. Den wir vorhin mal gekillt haben, den ich vorhin gelootet habe. Jetzt ist er wieder hier. Wahrscheinlich. Oh, Inventar ist voll. Komm mal her, dann essen wir die beiden Kirschen mal auf hier. Die Heidelbeeren essen wir noch eben auf. Davon können wir jetzt mal einen essen, damit wir wieder hier maximal Dings haben. So, ein Apfel. Zack, take all. Oh, immer noch voll. Was ist denn das? Komm mal hier, dann hau die Äpfel dahinter. Das ist zwar wenig Verschwendung, aber egal. So, kommt her. Dann würde ich sagen, dann gehen wir hier jetzt auch erstmal zurück. Versuchen das andere so weit zu bauen. Das ist natürlich ein bisschen lästig jetzt hier, dass jetzt unser Inventar voll ist. Das muss ja nicht sein, ne? So, komm mal her. So, wir brauchen Stoff. Ah, kann ich wahrscheinlich gar nicht mehr aufheben, oder? Ah, das ist doch lästig. Kann man nicht irgendwie eine Kiste oder sowas bauen? Cooking, Craft, Equipment. Irgendwie Lagerkiste. Was braucht man dann für Plastik?
Fundament. Das ist ja alles irgendwie ein bisschen blöd hier. Schneidewerkzeug, rotierende Klingen rotiert, wenn sich ein Zombie nähert. Auch nicht schlecht. Das ist blöd. Gut, den können wir mal essen. So. Zack, jetzt müsste das aber klappen, oder? Wenn ich jetzt Stoff hier mache. Erstmal zwei. Und jetzt Seile. Zwei Stück. Inventar ist voll. Ich glaube das nicht, ey. So. Reicht das denn jetzt hier? Zack, da, Mehle. Pendel. Was fehlt denn jetzt? Noch ein Seil. Ein Seil. Dafür brauche ich noch einen Stoff. Craft. So, Seil. Ah. So, zack. Jetzt aber, oder? Zack, Mehle. Pendel. Bam! Herstellen. Ah, okay, das setzt man da dann drauf. Ja. Ganz vorne oder einfreilassen? Ich würde so vorschlagen, wir lassen jetzt mal einen noch frei, oder? Wo gehen wir gleich ganz vorne ran? Ne, komm, lass ihn ganz vorne ran setzen. So. Molotow-Cocktail. 10. Sehr schön. Kompressor. Was will die olle Eule denn hier? Kann die abknallen? Das Problem ist, ich kann eh nichts mehr lagern, ne? Ah, wir müssen hier irgendwie. Kann ich hier nicht irgendwie zack. Mal hier Flur, Fundament. Kann ich noch eins bauen? Flur, Fundament, Build. Und da bräuchte ich auch noch ein Zimmer. Dafür bräuchten wir allerdings noch wieder Dings hier. Holz und Ranken. Kommen wir ja hier nochmal ein bisschen weg. So, 19 Stunden sind schon rum. Komm, hier hauen wir das hier noch alles einmal weg hier. Wir brauchen noch ein paar Ranken. Komm, bringt uns eben ein paar Ranken her. Und zack. Sehr schön, auch weg. Na, komm. Den hier neuem. Gut. Ihr Lieben, ich würde sagen, das war's erstmal wieder für die heutige Folge. Wir haben das Pendel fertig gebaut. Jetzt sollen wir hier irgendwie als nächstes einen Kompressor machen. Es sind auch nur noch ein paar Stunden bis zur Horde. Ich würde sagen, ich hau jetzt noch ein ganz bisschen Holz weg, schnell. Sammel noch die eine oder andere Ranke. Ja, und dann nähern wir uns auch schon so langsam der Horde. Ihr merkt es wird langsam dunkler. Die Nacht kommt. Ich weiß nicht, wie hell das ist, ob wir an der Helligkeit noch ein bisschen arbeiten müssen. Wir sehen's. Bis dahin erstmal. Ciao, ciao.